Capcom. Disney Interactive. Und Way Forward präsentieren. Disney's DuckTales Remastered. Gerade eben erst haben wir die Classic-Version für den NES durchgezockt. Kam ja für NES und Game Boy raus. Damals kannte ich nur die Game Boy-Version, jetzt kenne ich sie beide. Und nun werde ich auch gleich das HD-Remake kennenlernen. Oh Mann, allein die Musik hier im Titelscreen, die verleitet mich schon mitzusingen. Es löst schon so ein Flash aus, Mann. Ich muss zocken. Ja, ich habe mich lange drauf gefreut, als das angekündigt wurde. Das war ja wie aus dem Nichts irgendwie und das ist klasse. Es war ein Spiel meiner Kindheit und es ist richtig toll. Der Soundtrack ist mega geil. Man hat vieles überarbeitet. Klar, es ist eigentlich ein HD-Remake, aber andererseits sollte man hier keine Real-Life-Grafik erwarten. Will auch keiner sehen, schließlich ist das hier DuckTales. Das sollte doch alles schön im Comic-Style bleiben, meiner Meinung nach. Und das ist gar geil. Ich habe schon ein bisschen angezockt. Also es gibt ein Tutorial-Level, kann ich euch schon mal ankündigen. Das ist neu. Ein paar weitere Dinge wurden verändert. Zum Beispiel gibt es jetzt so eine Art Story. Es gibt sehr viele Gespräche. Man kann einen deutschen Untertitel einschalten, weil es nämlich englische Sprachausgabe gibt. Und nicht nur irgendeine. Nein, man hat es geschafft, alle Synchronsprecher zusammenzutrommeln. Super! Und diese Story ist echt cool. Scheint auch lustig zu sein. Bin ich sehr gespannt, wie sich das auf die Level auswirkt. Müssen wir mal abwarten. Klar, Kantenglättung machen wir an. Und Pogo, das ist auch neu. Ich habe es nur kurz angetestet, aber ich glaube, das ist die alte NES-Steuerung. Weil da musste man ja den Steuerkreuz nach unten drücken und B, damit man den Pogo-Sprung nutzen konnte. Aber auf der Gameboy-Version war das einfacher. Da musste man nur B drücken und hat den Pogo-Sprung ausgeführt. Und hier ist es so eingestellt wie bei der Gameboy-Version. Man kann aber auch für die alten Herren auf die NES-Steuerung wechseln. Oh, apropos alte Herren. Dank einiger Reviews weiß ich sogar, dass man, jetzt passt auf, den alten Soundtrack verwenden kann. Hier, 9 Minuten habe ich schon gespielt. Es gibt nämlich eine Galerie, da kann man das gesammelte Geld vom Spiel ausgeben für Informationen zu den Charakteren, Konzeptart, wie das Spiel hergestellt wurde. Das wurde ja alles per Bleistift gezeichnet. Hier steht es auch, Bleistiftzeichnungen da. Skizzen, Hintergrundbilder und die Musik. Da kannst du dir wirklich nochmal den alten NES-Soundtrack anhören und auch mit dem spielen. TV-Illustration 1 und 2, keine Ahnung. Wir werden schon sehen. Wir werden auf jeden Fall sehr viel Geld sammeln und alles mit der Zeit freischalten. Jetzt aber erstmal zum eigentlichen Spiel, oder? So, wir spielen auf Schwierigkeitsgrad normal. Solltet ihr ein Noob sein, dann solltet ihr natürlich einfach wählen, weil dann gibt es keine Ups, das heißt, ihr könnt nicht Game Over gehen und ihr verliert pro Treffer auch nur ein halbes Herz. Bei Mittel gibt es die Ups schon und ihr verliert ein Herz bei einem Treffer. Schwierig, weiß ich jetzt nicht, wie das ist, das zocke ich wahrscheinlich privat durch. Ich möchte es auch nicht im LP machen, weil ja, die Entwickler haben einiges umgebaut und erweitert. Es gibt zwar keine neuen Level, ausgenommen von dem Tutorial-Level, aber ja, da traue ich mich jetzt einfach noch nicht ran. Und es ist genug gelabert, verdammt nochmal. Los geht's hier. Bomben! Noch mehr Bomben! Da können doch nur die dahinter stecken. Die Panzerknacker. Wo ist Dagobert? Me money bin alarm. Quick, Duckworth, get the limo. I shall, get her in gear, sir. Hurry, Duckworth, hurry! The pedal is to the metal, Mr. McDuck. Bam. Der Butler war auch immer cool, der Johann. Ach, not the Beagle Boys again. If they think they can stand between Scrooge McDuck and his 3 cubic acres of cash, they've got another thing coming. Das wusste ich vorher auch noch nicht. Dagobert heißt im Englischen Scrooge McDuck. Aber ist ja auch klar, dass die alle einen anderen Namen haben. So, kurz zur Steuerung. Wir können springen. Wir können unseren Pogo-Sprung nutzen, habe ich ja vorhin schon erklärt. Und wir können Dinge schlagen. Aber das wird uns das Spiel gleich auch noch erklären. Wichtig zu wissen ist einfach, man sollte in diesem Game jede Ecke erkunden, weil überall können Kristalle oder Edelsteine herunterfallen. Es gibt auch Eistüten, die sind dafür da,
dass ich mich heilen kann und auch ganze Torten, die heilen mich, soweit ich weiß, komplett. McDuck. Ja, wir sind in Dagoberts Geldspeicher, wo die Panzerknacker gerade das Geld klauen wollen. Und nicht nur das, Tick, Trick und Track sind in Gefahr. Are you all right, my boy? Yeah, but you better watch out. The Beagle Boys messed with your security system. Yeah, we've taken over the whole place. Yeah, me money. Hey, don't forget about me, Uncle Scrooge. Eh? Oh, don't worry, lad, I'll save you. Ich finde es mit den Synchros so geil, weil die sind echt nicht billig gemacht. Das ist wirklich hochwertig mit den Originalsprechern und so lustig. Bam! Das ist, glaube ich, der Chiller von den Panzerknackern. Dann gibt es noch so einen Dummen und einen Agro-Typen. Ach nee, das war der Dumme. Thanks, Uncle Scrooge. You're welcome, lad. But Huey, what are you doing here? Well, we saw the Beagle Boys going into the money bin. We? Sure. Louie and Dewey are here too. You better hurry, Uncle Scrooge. They might be in trouble. Die anderen Kiddies sind auch in Gefahr. Na, dann wollen wir ihnen mal helfen. Wen von den dreien habt ihr eigentlich am liebsten gemocht? Also ich muss sagen, ich mochte also auf jeden Fall den mit der blauen Cappy. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Ich glaube aber, das ist der Trick. Weil der grüne war der Track eigentlich, ne? Und das ist Tick. Ja, genau. Track mochte ich irgendwie nie. Ich weiß nicht wieso, aber der war mir unsympathisch. Ich kann es euch nicht sagen, warum. Verdammt nochmal. Okay, helfen wir den Kiddies. Wo sind sie? Ach, obwohl. Schatztruhen gehen vor. Schließlich spielen wir hier Dagobert Duck in HD. Das ist jetzt sozusagen Geldgeilheit in HD. YouTube-Partner-Alarm. So, wie gesagt, man soll wirklich alles erkunden, weil wenn man irgendwo vorbeiläuft, kann es sein, dass eine Schatztruhe erscheint oder sogar das hier. Der rote Edelstein, auch genannt Rubin, der ist gleich $50.000 wert. Ein wahres Goldstück. Ja, das ist halt ein Ziel des Spiels, die meiste Kohle zusammenzustellen und sich alles kaufen zu können von der Galerie. Das ist alles neu, das gab es natürlich bei dem NES-Original noch nicht. Dann hat man noch die Möglichkeit, alle Herzcontainer zusammenzustellen, weil sich auch dank Reviews, es gibt jetzt in jedem Level Herzcontainer. Damals gab es nämlich nur zwei, einen in Transsilvanien und den anderen im Himalaya. Ja gut, das sollte man auch noch wissen. Man kann solche Kisten hier zur Seite schieben oder zur Seite schlagen und dann kommt man da hoch. Mit dem Pogo-Sprung kann man die Gegner killen und halt an höher gelegene Orte gelangen. Also ihr seht schon, ich bin sehr gründlich. Ich möchte das Spiel auch zu 100% durchspielen, sprich alles finden. Und Achievements gibt es natürlich auch, solltet ihr die Steam-Version spielen, so wie ich. So, der Fresssack. Get away from him, you gluttonous goon. Sorry, Scroogey. Not a chance. Das ist so geil synchronisiert, oder? Das ist so geil. Und jetzt passt auf, die Stelle ist auch so episch. Schau mal. Ein Big Tasty. Bam. Nix da. Das ist mein Big Tasty. Und er hat ihn mitgenommen. Oh nein. Ach, wir kaufen uns einen neuen. Save me, Uncle Scrooge. I did. Are you hurt, lad? Nah, I'm fine. But I saw Louie heading up the stairs with about 1,000 Beagle Boys right behind him. Stay here. I'll handle this. Wir haben so viel Kohle im Geldspeicher, wir können uns 1 Milliarde Big Tasties kaufen. Von mir ist das ganze Restaurant. Genau, es gibt noch diese rundlichen Steine, die kann man auch in die Luft schleudern. Aber nochmal zu der Version, also ich spiele die Steam-Version, weil die als erstes rausgekommen ist. Ah, scheiße. Den kann ich jetzt nicht mehr holen. Schade. Jetzt kurz Vorsicht geboten. Die Steam-Version ist nämlich am 13. August 2013 herausgekommen. Am 14. wird die PlayStation 3 Version erscheinen. Und am 15. ist der Nintendo eShop, der Wii U dran. Xbox 360 Freunde müssen sich leider noch etwas länger gedulden. Denn für die Xbox ist es erst, glaube ich, am 22. September möglich, down zu laden. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber auf jeden Fall im September, Leute. Eigentlich voll schade, ne? Verstehe ich gar nicht, wieso. Aber da gibt es bestimmt einen Grund. Oh, so viel Kohle. Ich weiß jetzt natürlich, wo hier die Secrets sind, weil ich habe das Level schon größtenteils erkundet. Aber danach
ist es, ja, ich will es jetzt eigentlich auch nicht Blind nennen, weil ich kenne ja den Levelverlauf, weil ich das Original gespielt habe, aber das Remake ist dann Blind. Oh, okay, das habe ich jetzt nicht gewusst. Ah, jetzt haben wir eine Torte eingesammelt, die heilt mich komplett. Ihr seht schon, es gibt wirklich viel zu entdecken. An jeder Ecke kann ein kleiner Edelstein oder ein Kristall sein. Oder auch eine Eistüte. Tüte. Nehme ich doch ganz gerne mit. Und am liebsten habe ich euch, Schatzis. Oh, hier. Erstmal warten. Tun. Oh ja, und dieses goldene M. Das sorgt dafür, dass ich für kurze Zeit unverwundbar bin. Hier bloß nicht das kaputt machen, sondern lieber schleudern und den nächsten Rubin mitnehmen. Yay! Kosten tut das Spiel übrigens so um die 15 Euro. Was ich ehrlich gesagt sogar ein bisschen zu teuer finde. Weil es gibt ja nach wie vor nur 5 Level plus dieses Tutorial. Auch wenn die Level erweitert wurden und so weiter und so fort. Finde ich 15 Euro doch zu krass. Ich meine, man vergleiche es nur mit anderen eShop-Titeln oder mit Trine 2 zum Beispiel. Nonsense, my boy. Steam verkauft es euch übrigens für 14 Euro, also 13,99. Vielleicht ist das sogar die billigste Version, weil auch wenn ich kein so großer Fan von Steam bin, die haben doch immer so gut wie die besten Preise. Das heißt, es ist ein bisschen schwieriger hier mit dem Laser. Da warte ich kurz und dann hau ich dem da die Hucke voll, Mensch. Ja, so. Wow. Hast du nicht anders verdient. Und auch trag es frei. Es ist eigentlich immer der gleiche Synchronsprecher von den drei, weil ich höre da keine Unterschiede raus. Ich höre da so ein schreckliches Geschrei. Ich muss ja sagen, in der deutschen Version habe ich die Kiddies echt gemocht. Mit ihrem... Was war das? Das war so ein Taschenbuch, das die da hatten von ihrem Pfadfinderzeug da. Das hatte so einen bestimmten Namen. Genau, das schlaue Buch, so war das. Da haben sie ja immer sämtliche Informationen rausgeholt. Und da steht irgendwie alles drin. Und das fand ich immer so süß von denen. Die waren nett. Aber die englischen Stimmen sind so... Englisch! Und ja, es missfällt mir ein wenig. Egal. Jetzt geht's gleich ab. Nochmal voll die Heilung und dann... stürmen wir den... Raum mit dem Geldspeicher, mit dem Tresor. Step away from me, Fortune, you crook. Not this time, McDuck. Oh, you ain't getting the drop on this big old boy. So, und der Bosskampf ist gar nicht so einfach. Auf ihn draufspringen geht nämlich nicht. Das funktioniert anders. Man muss schön ausweichen und dann den Globus gegen den Tresor werfen und dann kann man ihn attackieren. So, und die Schwierigkeit hier ist eben, dass er nicht gleich wirft, sondern auch mal was anderes auspackt, wie diese Entenstatue da, oh, den Kopf davon jedenfalls. Und der wirft halt mal gerade auf mich zu, mal wirft er hoch, mal niedrig. Man muss halt schauen, muss ich springen, darf ich nicht springen. Aber bis jetzt hat er mich noch nicht getroffen, sehr gut. Die Bossgegner wurden im Spiel generell erschwert. Die haben jetzt neue Moves und auch mehr Leben, das wird sehr spannend. Bam, aber den haben wir richtig weggerockt. Curse you, my duck. Gleich mal Achievement freigeschaltet. Sehr schön. Good riddance to bad beagles, I say. Now, why in the world was he interested in this old painting? Surely there are more valuable. Well, pluck me pin feathers. It looks like some kind of secret code. Boys, boys! What did you find, Uncle Scrooge? Yeah, what is it? I'm not sure, but I know how to find it out. I'll feed it into my supercomputer and use Gyro's new crypto analysis program. Then we'll know what the Beagle Boys were after. Stand back, lads. Awesome gaming PC, eh? Brigadoon! What is it, Uncle Scrooge? It's a treasure map, lads. And no ordinary treasure by the look of things. Only Uncle Scrooge would call any kind of treasure ordinary. Look! One of the treasures is in the middle of the Amazon. And there's another one in Transylvania. And one nearly 10 miles underground. Hey, wait a minute. Something screwy. This last treasure can't be right. Yeah, there's no mountain on
spirits are that high. Well, according to the Juno das meinte ich. Fähnlein Fieselschweif, genau. Straight up till we reach the moon. You mean the moon, moon? It looks that way, lads. Well, what are we waiting for? That treasure's not going to discover itself. Und da sind sie auch schon. Die fünf Orte, an denen wir die Schätze bergen sollen. Der Amazonas, Transsilvanien, afrikanische Minen, Himalaya und der Mond. Beim Mond wurde vor allem der Soundtrack sehr, sehr bekannt. Das Mond-Theme. Wie haben sie es remaked? Wir werden es bald wissen. Aber wir fangen natürlich mit dem Amazonas an und arbeiten uns immer weiter nach unten. Kann ich hier nicht sogar noch was machen? Ja. Johann, bring mir mal ein bisschen Wein. Das müssen wir feiern, diese geile Schatzkarte. Kann ich jetzt eigentlich wieder zurück, oder was ist das hier? Achso. Das ist die Galerie. Da können wir dann das Geld ausgeben. Aber das mache ich erst am Ende des Let's Plays, wenn wir genug Kohle haben. Und hier. Ja, ist hier nichts drin, oder was? Ah, doch. Aber nicht so viel. Oh, ist das nicht schön. Und man kriegt sogar ein Achievement dafür, sehe ich gerade. Let's. Yay! Geldgeilheit in HD. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, Daumen hoch, wenn ihr Bock drauf habt. Das ist wirklich ein tolles Spiel. Ich empfehle es jetzt schon für alle Kinder. Oder auch die Eltern, die vielleicht mit ihren Kindern hier zuschauen. Es ist absolut super gemacht. Tolle Grafik jetzt. Und ihr habt bestimmt auch mein Oldschool-Let's Play gesehen, was ich vor ein, zwei Tagen hochgeladen habe. Es ist im Prinzip das gleiche Spiel, aber halt etwas auf Vordermann gebracht. Story. Und die Level sind auch etwas verändert worden. Wie? Das sehen wir bald, wenn wir den Amazonas bereisen. Seid dabei, wenn Onkel Dagobert noch mehr Geld braucht. Oh, cool. Yay.